Spyro Tower, Robin Alpha, Sierra, X-ray Golf, Sierra ready at runway 23 center, straight out departure. Die kleine Robin, die ist cool. So, jetzt muss ich eben kurz orientieren. Wo sind wir hier? In welche Richtung starten wir? Ich hab doch hier. Kann ich wieder nicht erkennen. Wir müssen eigentlich so in südwestliche Richtung, müsste das hier sein, ne? Südwesten? Irgendwie so. Wenn wir Südwesten starten, dann müssen wir eine Kurve nach rechts machen, um zu den Pyramiden zu kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hoffen wir mal, dass wir die Pyramiden finden. Robin X-ray Golf Sierra, you are leaving my airspace frequency change approved. Ich habe gar keinen Bock mit denen zu fahren. Ich soll mich in Ruhe lassen. Wir können eigentlich noch eine Taste belegen für Sprechen. Also damit ihr mich hören könnt, müssen wir auf die Tastatur packen. Da sind sie. Guckt aber meine Orientierung doch nicht die beste. Einfach nur geradeaus fliegen. Jetzt bin ich unter dem Radar, jetzt können sie mir nichts mehr. Robin X-ray Golf Sierra ATC Services terminated. Alter, du kannst mich doch gar nicht mehr sehen. Für dich bin ich abgestürzt.
hast, die Maschine ist nicht getrimmt, aber für Pyramiden angucken müssen wir die auch nicht trimmen. Das sind die Hubschrauber-Gene, ne? Ich kann nicht anders. Alter, wie bauen die denn hier ihre Straßen? Und da fallen die Autos da auch noch von der Brücke, habt ihr das gesehen? Unter der Brücke geht nicht. Man kann hier nicht unter Brücken durchfliegen. Es funktioniert nicht. Wir haben es jetzt schon so oft probiert. Nicht, weil wir zu doof sind, sondern weil das Spiel lässt das nicht zu. Dann fliegt man quasi gegen eine unsichtbare Textur. Dann ist Schluss. Es geht nicht. Es tut mir leid. Da vorne sind da Pyramiden. Und da haben wir die Moschee. Jetzt könnten wir eigentlich mal so ein Signal setzen. Ne? Einmal voll reinbumsen. Das war gemein. Oh, die ist aber auch schön. Ein unheimlich schönes Feedback, das man hier von der Maschine, vom Spiel bekommt. Ich merke das, wenn ich zu langsam bin und meine Maschine nach oben wegfällt. Ja, in echt wird man das natürlich im Bauch, im Popo merken, im Popometer. Das haben wir jetzt hier so nicht, aber trotzdem habe ich für mich persönlich jedes Mal das Feedback, wenn meine Maschine durchsagt ist. Also ich weiß, ich kann es auch nicht erklären, aber ich merke das. Ich merke auch, wann ich Gas geben muss. Das ist das ägyptische Museum, aber es ist nicht das neue ägyptische Museum. Das soll ja Hammer sein. Ne? Ja genau, das ist das alte ägyptische Museum. Da bin ich sogar schon mal drin gewesen. War super interessant. Und dann haben die ja direkt bei den Pyramiden haben die Neues gebaut. Total modern. Das würde ich gerne mal sehen, aber solange im Moment ich gesundheitlich noch nicht so wieder auf der Höhe bin und b, die politische Lage in Ägypten jetzt, ich sag mal so, auch noch nicht erst rein ist, Corona sowieso, da wahrscheinlich wohl erstmal nicht kommen, aber wenn alles irgendwann mal wieder normal ist, man gibt ja die Hoffnung nicht auf, dann würde ich mir das wirklich, wirklich gerne noch einmal angucken in meinem Leben, das neue Museum in Ägypten, direkt an den Pyramiden. Da auch eine ganz schön große Stadt. Fährt mit einem Bus, kriegt man das irgendwie so gar nicht mit. Danke, Ghost. Wer von euch hat den Flight Simulator auch? Habt ihr den alle oder guckt ihr nur zu? Oder? Weil wir sind ja heute in einer kleinen Runde. Was das für Dreiecke an den Flügelspitzen sind. Tja,
Also wirklich weiß ich das auch nicht, weil ich eben nicht so ganz aus der Flugzeugbranche komme. Ich kann mir allerdings vorstellen, weil diese Maschine auch kunstflugtauglich ist, man mag es kaum glauben, dass das eine Orientierungshilfe ist, wenn man quasi zur Seite rausguckt beim Loopingfliegen und was weiß ich nicht alle, dass der Pilot die Lage des Flugzeugs vernünftig im Verhältnis zum Boden oder zum Himmel einordnen kann. Das ist so der Verdacht, den ich habe. Also ich kenne es vom Helikopter, kenne ich es nicht. Aber ich habe das bisher auch nur bei diesen kleineren Kunstflugmaschinen gesehen oder kunstflugfähigen Maschinen. Und dass eben geometrische Figuren sind, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eine optische Hilfe ist. Aber es könnte genauso gut eine komisch gebaute Antenne sein. Ich weiß nicht, wirklich, also ich bin da nicht so tief im Thema. Ich bin ja kein ausgebildeter Sportflugzeugpilot oder überhaupt Flugzeugpilot. Das sind dann doch noch zwei verschiedene Baustellen. Und die Baumuster, das sind ja Welten. Wir kennen die Basics vom Fliegen. Wenn ich mich jetzt als Helikopterpilot in ein Flugzeug setze, dann behaupte ich mal, würde ich es in der Realität auch gestartet und wahrscheinlich auch gelandet bekommen. Zumindest müsste ich vorher einen Wert wissen, ab wann schmiert die Maschine ab, ne, wie langsam darf ich werden. Wenn ich den Wert habe, dann würde ich im Flugzeug auch gelandet bekommen. Von A nach B fliegen kann wahrscheinlich jeder. Selbst jemand, der noch nie geflogen ist. Weil heutzutage fallen Flugzeuge nicht mehr einfach so von mir. Die einzigen Probleme sind Start und Landung. Und die würde ich schon hinkriegen. In echt, in der Realität. Also ich würde es mir zutrauen. Zwar noch anders als wie mit einem Hubschrauber, aber da unten müsste eigentlich irgendwo das neue Museum sein, wenn es das auf dieser Bing-Karte überhaupt schon gibt. Da unten, oder? Gerade hier um die Ecke. Das ist das neue Museum, ne? Ist es das nicht? Ich kann es euch jetzt gar nicht mal sagen, ne? Aber da gibt es eine tolle Reportage, auch bei YouTube, zu diesem neuen Museum. Und das ist echt toll gebaut. Es ist auch so ein bisschen in den Boden eingelassen. Ergänzt das hier eigentlich ziemlich schön. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Protzbau, den man vor die Pyramiden gestellt hat. Und keine Sau sieht mehr in Pyramiden. Was ich allerdings schon damals, wo ich hier mal zur Besichtigung gewesen bin, wirklich schade fand, und das hat sich ja bis heute auch nicht geändert, wenn man das da sieht, ne, wie nah die Stadt Kairo mittlerweile an die Pyramiden rankommt. Also das finde ich schon sehr traurig. Ja. Und ich behaupte jetzt einfach mal auch, hier vorne kann man das ja auch sehen, was dann noch so drumherum ist um die Pyramiden. Ich behaupte mal, im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte ist genau hier in diesem Bereich, wo das hier alles nach und nach zugebaut worden ist, ist auch ganz, ganz viel an historischen Kunstschätzen vermutlich verloren. Ich finde das echt traurig, ja, dass die mit ihren Häusern hier so nah nicht nur an die Pyramiden rangekommen sind, sondern an die Pyramiden rangekommen dürfen.
dieses kleine Gebäude hier an der Pyramide, dieses modernere Gebäude. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war damals aber noch nicht fertiggestellt, wo ich da war. Das ist schon ewig lang her. Ich meine, das ist auch ein kleineres Museumsgebäude, in dem man ein Schiff ausstellt, das man neben der Pyramide gefunden hat. Ist ein ägyptisches Schiff, ist da neben der Pyramide in so einer Vertiefung vergraben worden, und das hat man relativ, also als Bausatz sogar, also nicht das ganze Schiff, sondern demontiert. Diese ägyptischen Schiffe damals, die ließen sich ja auseinandernehmen, die waren ja nur zusammengebunden, die Planken. Und dieses Schiff, das hat man da neben der Pyramide im Grunde genommen auch vergraben, und das hat man dann gefunden, und das kann man jetzt da quasi in diesem Gebäude teilweise besichtigen oder sowas. Habe ich, wie gesagt, auch selbst nie zu Gesicht bekommen, aber ich gucke mir halt öfters mal Reportagen an. Ich finde ägyptische Kultur extrem spannend. Ich finde es deswegen auch sehr, sehr schade, was die Ägypter mittlerweile aus ihrem Land gemacht haben. Guck mal, da! Das ist das neue ägyptische Museum. Hier, da, jetzt haben wir es gefunden. Das hier, dieser Betonklotz, das ist das ägyptische Museum, das neu gebaut. Ist hier auf dem Bild aber noch nicht so, wie es tatsächlich dann aussieht. Also es ist wirklich ein beeindruckendes, sehr, sehr schönes Gebäude. Vor allen Dingen von innen. Da kommt man dann rein und muss links und rechts an großen ägyptischen Statuen vorbei. Man kann dann in die einzelnen Bereiche rein. Sehr viele Wissenschaftler in diesem Gebäude untergebracht, und sind ja damals zum Beispiel aus dem Grab von Tutanchamun mehrere tausend Artefakte geborgen worden. Die meisten wurden nie untersucht, weil es einfach zu viele gewesen sind. Die sind in Archiven gelandet. All diese Artefakte, die hat man jetzt auch in dieses Museum überführt, und da ist eine Abteilung, die sich nur damit auseinandersetzt und diese ganzen Sachen jetzt mal auseinanderfriemelt, sich die anguckt, untersucht, und da gibt es aktuell eine Doku bei Disney. Ja, Disney hat ja, wie heißt denn jetzt dieser Kanal? Geo? Nee, nicht Geo. Wie heißt denn das dann nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Ja. National Geographic haben die ja mit drin. Ne? Und da gibt es eben auch eine Doku über diese ganzen Artefakte, die man da im Grab von Tutanchamun gefunden hat, die man jetzt erst untersucht. Und das wurde alles da schon in diesem neuen Museum gedreht. Das ist super interessant. Sollte man sich angucken, wenn man sich für das Thema interessiert. Weil da auch mal im Detail gezeigt wird, was die da tatsächlich für wirklich hübsche und tolle Dinge da haben. So, das war Ägypten. So, dann habe ich noch euch gezeigt, Kreta kann er doch landen. Und wir sind irgendwo am Arsch der Welt durch schlecht Wetter geflogen. Mehr wollte ich auch nicht machen. Ich muss nämlich meinen Sohn jetzt gleich zum THW bringen. Wir sehen uns heute Abend irgendwann gegen 21 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu guckt. Ich muss mal gucken, was wir machen. Entweder machen wir noch mal ein bisschen Sightseeing, oder wir fliegen mit dem, nicht mit dem Airbus, der ist ja bald, mit der Boeing vielleicht nach Mallorca oder sowas. Der Flug dauert auch nicht ganz so lange, maximal 2 Stunden. Oder wir machen halt weiter Sightseeing. Wir gucken mal, wir lassen uns mal überraschen. Wenn ihr ein paar tolle Ziele habt, die ihr sehen möchtet, könnt ihr das heute Abend in den Chat schreiben. Dann können wir vielleicht unsere Pläne nochmal ändern. Ich sage jetzt erstmal tschö mit Ö. Danke, dass ihr zugeguckt habt, und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend wieder. Bis denne.